Angler und hallo liebe Hanse-Catch-Freunde. Ich war jetzt wieder mit Katrin zusammen für ein paar Tage im Januar hier in der Ferienanlage im Jaich in Lauterbach. Und auch in diesem Jahr hatten wir uns zum Jahreswechsel einen kleinen Miniurlaub gegönnt. Eigentlich wollten wir wieder diverse Filmprojekte machen, konnten diese aber leider nicht umsetzen. Denn auch in diesem Jahr erlebten wir abermals den Wintereinbruch. Auch das Angeln in der Hafenanlage auf Barsch war nur an den ersten 3 von 8 Tagen richtig möglich, denn je kälter es wurde, desto inaktiver wurden die Barsche. Dabei war es auch egal, welche Köder oder welche Montagen wir ausprobierten. UL, also richtig kleine Köder. Auch wenn es nun kleiner ist, aber Körbchen hat schon mal die erste Stimme. Die Zocker am Grund geführt. Erster Köderfisch Barsch. Das war auch der erste Biss und dann gleich so ein ordentlicher. Ne? Also. Ja, aber wenigstens mal ein schöner Barsch. Yes. Ja, der Kunstköder fängt die Großen, ne? Der Wurm die Kleinen. Ne? Hier kann man schön sehen, Angeln auf den Stegen verboten. Aber nicht generell, sondern nur für alle, die nicht hier als Feriengast ihren Aufenthalt verbringen. Also, wenn ihr hier in dieser Anlage zum Angeln gehen möchtet, dann müsst ihr auch hier euren Urlaub buchen. Und das ist auch gut so, weil der Angeldruck hier schon immens zugenommen hat. Also, wir sind dieses Jahr nie alleine auf dem Steg gewesen und ich muss auch sagen, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass so viele Gäste ihren Urlaub hierher jetzt verbringen und hierher gefunden haben, aufgrund unserer ganzen Filme, die wir hier auf Hanse-Catch Hamburg publizieren. Das wollte ich nur mal einmal zwischendurch nochmal loswerden, weil ich schon oft gefragt worden bin, ist das Angeln überhaupt erlaubt? Wir haben Angelverbotsschilder gesehen. Das gibt's wahrscheinlich nur hier in Lauterbach. Raubenten. Enten, die nach kleinen Fischchen tauchen und sich so den Wams vollschlagen. Was uns außerdem Raubenten natürlich extrem in diesem Jahr aufgefallen war, das waren die vielen Angler, die zu diesem Zeitpunkt die Anlage besucht hatten. Alle Häuser waren ausgebucht und überall waren Angler. Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Beiträge so viel Gleichgesinnte zusammenbringen wird. An einem sonnigen Tag zählten wir sogar 28 Angler auf den Stegen und in den letzten Jahren waren wir zu dieser Zeit eigentlich immer alleine. Sogar eine große Gruppe von Hilex-Team in Tschechien reiste extra wegen unserer Ü40er-Beiträge über 1000 Kilometer entfernt an. Das ist übrigens Martin, servus, aus der Tschechoslowakei. Genau. Der war eben so freundlich und hat mir den Zander aufgenommen. Ja. Und ihr seid extra aus Tschechien ganz hier runtergekommen. Genau, wegen deiner YouTube-Videos. Naja, also so, das sind die öffentlichen Medien, ne? Da sieht man ja, mal, wie weit. Geil. Wir haben viele Fische gefangen, viele Barsche. Schön. Genau. Ihr seid hier mit dem Ilex-Team, ne? Ja, Ilex-Ganki-Team von Tschechien. Sauber, ja, mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Ne? Okay, wir sehen noch was. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Sequenzen. Okay. Ja. Toll.
müssen jetzt sagen, ein Löwe. Boah, schöner Barsch, auch Zocker. Perfekt. Kirsche zu sagen. Yes. Uns hat es mal wieder riesengroß gefallen hier auf der Sonneninsel Rügen. Das war wieder richtig klasse und wir freuen uns immer wieder, wenn wir auf diese schöne Insel zurückkommen. Und egal zu welcher Jahreszeit.